Meine Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie herzlich begrüßen zu einem weiteren Volkstalk hier bei uns auf Volkstv. Heute sind wir unterwegs in Eckenberg beim Rudolfs und neben mir ist der Rudi. Lieber Rudi, dich braucht man nicht mehr vorzustellen hier bei Volkstv. Dich kennt man als Musiker, als Gastronom, als Zirkusdirektor und als vieles, vieles mehr. Und wir nützen jetzt einfach die Chance, um ein paar Minuten uns zu unterhalten, wie das Jahr 2019 so für deine Wenigkeit ausklingt. Es wird sehr spektakulär werden, das dürfen wir jetzt schon mal verraten. Und es steht noch einiges am Programm und damit könnte man gleich einmal starten. Was erwartet uns denn noch in deinem Eventkalenderjahr 2019 in den nächsten Wochen? Ach, ich würde sagen, jede Menge. Und ich bin schon gespannt, wie wir das alles schaukeln werden, aber wie bisher ist auch gegangen, also werden wir es auch in Zukunft schaukeln. In erster Linie mal unser Oberkrenner Zirkus, der schon nächste Woche stattfindet, am 28. November im Bachelwirt. Diesmal mit dem Sumdal Express, mit dem Inkreisburm, mit Vera und ihre Oberkleiner. So, und die Spatzen 2000, seid ihr bald vergessen. Natürlich nicht zu vergessen, unsere Gastroboys und unseren Moderator Daniel Düsenflitz. Ja, und die Clara hoffentlich ist auch noch mit dabei. Und entweder habe ich es überhört, sonst dürfen wir es nochmals erwähnen, auch die Grafen sind mit dabei, oder? Ah ja, der hätte jetzt bald übersehen, vor lauter Nachdenken. Ja. Also eins müssen wir jetzt schon sagen, meine Damen und Herren, das ist die fünfte Ausgabe mittlerweile von uns gemeinsam und das ist vielleicht sogar eine der ganz spektakulärsten eben. Viele, viele Interpreten mit dabei, wieder mal. Es wird vielleicht auch ein wenig weihnachtlich werden, mehr wollen wir noch gar nicht verraten. Ja, es wird auch vielleicht eine Einlage noch geben, das kann man ja ruhig sagen, am Christkindlmarkt, aber das wird dann eingespielt, aber das soll noch eine Überraschung sein. Soll noch eine Überraschung sein. Apropos, wenn wir von den Oberkreinern oder von der Oberkreiner Musik schon sprechen, da gibt es ja noch ein weiteres großes Highlight, das sich mittlerweile wirklich bewährt hat. Die Gäste, die Fans der Oberkreiner Musik, die warten schon jedes Jahr hart drauf und da gibt es ja auch heuer wieder diese Oberkreiner Weihnacht. Ja, auf die freue ich mich schon besonders. Heuer wieder mit den Alpski, mit den jungen Baldauern, mit den Ladykreinern und mit dem Sulmdal Express. Und diesmal im Schwarzl Freizeitcenter, wie man so sagt, also beim Schwarzl. Und ich glaube, das wird eine ganz tolle Sache. Es wird hervorragend. Letztes Jahr war es in Hitzendorf. Wir haben ja auch eine tolle Reportage davon präsentieren dürfen. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Flair. Es ist sehr konzertant. Es ist wirklich eine knisternde Atmosphäre. Also die Musiker, die freuen sich mal drauf. Und es ist selbst für die besten Musiker auch etwas ganz Besonderes. Gibt es für diese Veranstaltung schon noch Karten, oder? Meine Damen und Herren, ganz wichtig für Sie, es gibt noch Karten. Karten gibt es natürlich bei Ödikett, aber sonst im Rudolf oder im Bachelwirt oder auch per Nachname. Kann man die versenden? Kann man diese versenden? Dann gibt es ja einen Tag später eine weitere ganz besondere Veranstaltung, nämlich namens Fantasia. Eine Veranstaltung, die seinesgleichen sucht. Darüber sprechen wir aber gleich zuvor. Gibt es ja noch ein Event mit den Erfolgsmusikanten aus der Steiermark. Man möge es fast so sagen, oder mit den Edelseern? Genau, am 14. Dezember, ebenfalls in Bachelwirt. Edelseer Weihnachten, erstmals bei mir. Und ja, da gibt es schon tolle Reservierungen, also da werden wir ausverkauft sein. Da heißt es wahrscheinlich dann ganz, ganz schnell sein, wenn Sie noch Karten haben möchten. Weihnachtliches Flair im Bachelwirt und wie gesagt, ganz weihnachtliches Flair eben dann bei dieser Veranstaltung namens Fantasia. Die Veranstaltung, die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Wie viel ist es schon? Die dritte, die vierte? Die vierte Veranstaltung, Fantasia Weihnacht, ja. Und diesmal wieder natürlich mit unserem Aushängeschild Andi Borg, mit Monika Martin, mit dem Oliver Heid, der schon 20 Jahre für mich singt jetzt. Und ganz besonders heuer die Kaiser aus Kärnten. Sehr bekannt natürlich hier auch bei uns auf Volks-TV, meine Damen und Herren. Die Kaiser geben sich ein Stell dich ein in Graz, eben beim Schwarzl Freizeitzentrum. Ich glaube, diese Veranstaltung wird dann auch für dich so eine Art Veranstaltungshighlight und Veranstaltungsabschluss, oder? Dann schön langsam kann man auch sagen, im Namen von Rudi Marley und seinem Team, Dankeschön, es war wieder ein sehr intensives Jahr. Von den Großveranstaltungen wird es das sein, aber ab dem Bachelwirt geht es natürlich rund bis zum Jahresende und natürlich auch in der Tenne mit Meilenstein, mit der Meilenstein Weihnacht, mit der Melissa Naschenweng am 6. Dezember. Wird ganz eine große Geschichte und ja, da haben wir einiges zu tun. Da gibt es einiges zu tun und auch wenn 2020 dann eingeläutet wird, gibt es weiterhin viel zu tun. Mehr wollen wir noch gar nicht verraten, aber es wird zum Beispiel heuer bzw. nächstes Jahr dann ein Steirerfest geben, das auch seinesgleichen suchen wird. Zum ersten Mal wird ein Open Air angepeilt, meine Damen und Herren, mit einem Sensationsstargast. Ich glaube, das dürfen wir jetzt auch schon verraten, mit der Melissa Naschenweng und vielen, vielen mehr. Also ich glaube, Rudi, sei es nur eins, gesund bleiben und dann mit vollem Elan auch in das Jahr 2020 zu starten.
Ja, das gilt nicht nur für mich, auch du musst gesund bleiben, weil du wirst das auch moderieren. Lieber Rudi, viel Spaß bei deinen weiteren Veranstaltungen. Ich freue mich auf alles Weitere, was gemeinsam noch auf uns zukommt. Ja, und bis demnächst. Danke. Alles klar, Dankeschön.